Hey yo Leute, ich bin's wieder, Dragon James Thomas Jones, und heute gibt es Kinder, die zu Mörder wurden. Also los geht's. John Venables und Robert Thompson. Die beiden 10-Jährigen haben 1993 ein zweijähriges Kleinkind aus einem Shopping Center in England entführt und den Jungen zu nahegelegenen Bahngleisen geführt. Dort haben sie den Jungen so schwer verstümmelt, dass seine Autopsie die tatsächliche Todesursache nicht enthüllen konnte. Brenda Spencer. Die 16-jährige Brenda Spencer hat 1979 mit einem halbautomatischen Gewehr vom Kaliber 22 das Feuer auf eine Grundschule außerhalb ihres Zuhauses eröffnet. Ihr Grund: Ich mag keine Montage. Der Rektor und der Hausmeister der Schule starben. Sie sagt, dass sie sich teilweise für jedes Schulmassaker verantwortlich fühlt, das sich seitdem ereignet hat. Daniel Bartlem. 2011 gestand Bartlem, der damals 15 Jahre war, seine Mutter in ihrem Zuhause in England mit einem Hammer erschlagen zu haben. Dann steckte er ihre Leiche in Brand. Bartlem war angeblich ein riesiger Horrorfan, was nach Ansicht der Polizei zu seinem unglaublichen brutalen Verbrechen führte. Mary Bell. Bell war 10 Jahre alt, als sie im Jahr 1968 ihren ersten Mord beging. Sie erwürgte einen 4-jährigen Jungen, im Jahr darauf erwürgte sie einen 3-jährigen. Für den zweiten Mord hatte sie eine Komplizin und sie ritzten ihre Initialen in die Leiche des Jungen. Außerdem schnitten sie auch seine Geschlechtsteile ab. Jetzt lebt sie in England unter einem neuen Namen, Joshua Phillips. Im Jahr 1989 ermordete der 14-jährige Philip seine 8-jährige Nachbarin und versteckte ihre Leiche unter seinem Bett. Er schlug sie mit einem Baseballschläger und stach 11-mal auf sie ein. Ihre Leiche wurde gefunden, als Philips Mutter einen merkwürdigen Gestank bemerkte, der aus seinem Zimmer kam. Pauline Parker und Juliet Hulme. Diese neuseeländischen Mädchen hatten eine gefällig-co-abhängige Beziehung, in der sie die meiste Zeit in einer Fantasiewelt verbrachten, die sie selbst geschaffen hatten. Als ihre Eltern 1954 versuchten, die zwei zu trennen, indem sie Juliet zum Leben nach Südafrika schicken, brachten die Mädchen Paulines Mutter um. Der Film Himmlische Kreaturen basiert auf ihrer Geschichte. Mary Day Louis Cates. Im Februar 1996 erschoss der 14-jährige Schüler der Frontier Middle School in Washington seinen Mathelehrer und zwei Mitschüler. Dann hielt er eine Stunde lang seine Klasse als Geisel. Sein Sportlehrer schaffte es schließlich, Louis Cates zu überwältigen, sodass die Schüler fliehen konnten. Lionel Tate. Tate war 13, als er wegen des Mordes an einem 6-jährigen Mädchen verurteilt wurde. Die beiden hatten wohl beim Spielen miteinander gerungen und er traf das Mädchen zu hart. Tate zerriss ihre Leber und brach
ihren Schädel. Er war damals der jüngste Mensch in der US-Geschichte, der eine lebenslange Haftstrafe bekommen hatte. Jesse Pomeroy. Pomeroy verletzte oft andere Kinder mit Messern und Gürteln. Jedoch trieb er es im April 1874 zu weit. Er tötete ein Mädchen namens Katie Curran und warf ihre Leiche in den Keller des Kleiderladens seiner Mutter, wo sie später gefunden wurde. Mit 14 war er der jüngste Mensch aller Zeiten im Staat Massachusetts, der des vorsätzlichen Mordes überführt wurde. Eric Smith. Im Jahr 1993 überredete der 13-jährige Smith einen 4-jährigen Jungen, ihm in die Wälder von Steuben County, New York zu folgen. Dort erdrosselte ihn Smith und schlug ihm den Schädel ein. Ihm wurde 11-mal die Bewährung verweigert. 2018 kommt er dafür wieder in Frage. Sandy Collier und Charlie Wolf. Charlie Wolf war 14, Cindy Collier war 15. Als sie im Jahr 1983 beschlossen, eine 87-jährige Frau aus Urban, Kalifornien zu erstechen. Als sie am selben Abend verhaftet wurden, war Wolfs ruhige Reaktion darauf: "Ja, wir haben's getan." Catherine und Curtis Jones. Die Geschwister waren jeweils 13 und 12, als sie 1999 mit einer Handfeuerwaffe die Freundin ihres Vaters erschossen. Ihr Motiv war allerdings, ihr Vater und seine Freunde hätten sie angeblich sexuell missbraucht und sie hätten genug gehabt. Paul Newton Mayhem. Im Jahr 1929 stritt sich der 6-jährige Mayhem mit einem 8-jährigen Mädchen wegen eines Stücks Altmetall, das sie beide verkaufen wollten, um etwas Geld zu verdienen. Sie schlug ihm damit ins Gesicht und er reagierte, indem er sie mit einer Schrotflinte erschoss. Er verbüßte 15 Jahre. Craig Price. Price war 13 Jahre alt, als er zum ersten Mal tötete. Er tötete 3 weitere Menschen, bevor 1989 im Alter von 15 Jahren verhaftet wurde. Er war erschreckend ruhig, als er seine Morde gestand. Außerdem verriet er, dass seine Waffen erste Wahl Küchenmesser waren. Alyssa Bustamante. Im Oktober 2009 erstach und erdrosselte die 15-jährige Alyssa Bustamante ein 9-jähriges Mädchen in Missouri, weil sie wissen wollte, wie es sich anfühlt, jemanden zu töten. Dann versteckte sie die Leiche des Mädchens in einem benachbarten Wald unter einem Blätterhaufen. David Brom. Am 8. Februar 1988 wurden die Leichen der Familie des 16-jährigen Broms in ihrem Zuhause in Minnesota gefunden. Sie waren mit einer Axt getötet worden. Am Tag davor hatte Brom angeblich Mitschüler erzählt, dass er Pläne seiner Familie an dem Abend umzubringen hatte. Er wurde verhaftet und könnte
2041 möglicherweise auf Bewährung rauskommen. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt einen fetten Daumen nach oben. Bitte abonniert auch meinen Kanal, like das Video. Ich bin Dragon James Thomas Jones. Tschüss.